Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden. Hier wirbt sie für Verhandlungen mit Grünen und FDP über ein Regierungsbündnis. In ihrer Rede macht sie deutlich, dass sie zu einem Jamaika-Bündnis keine Alternative sieht. Aber ich finde, es ist auch offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig ist. Und deshalb... Deshalb rate ich uns allen, keine weiteren Gedanken darauf zu verschwenden, sondern uns auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt. Zunächst zwischen CDU und CSU und dann mit FDP und Grünen. Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer werden am Wochenende mit weiteren Spitzenvertretern der Union zusammenkommen, um vor Gesprächen über eine mögliche Koalition ihre gemeinsamen Positionen festzulegen. Dabei ist die CSU-Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge einer der Hauptstreitpunkte.